So, heute hat mal mein Aufnahmeprogramm gemeint, beziehungsweise mein PC gemeint, nö, ich habe heute keine Lust zum Aufnehmen. Und deswegen muss ich jetzt wieder mal die Aufnahme in allerletzten auf dem allerletzten Drücker machen. Wir müssen jetzt Hikage besiegen. Aber zum Glück hat mein PC vor der Mission gestreikt. So, das ist ja noch... Beziehungsweise, dass mein PC vor der Aufnahme gestreikt hat. Und Windows 10 ist echt für den Arsch. Holt euch auf gar keinen Fall Windows 10, weil das ist sowas für sowas von Müll. Aber du musst ein bisschen chillen auch. Meine kleine Imu. So. Wir brauchen erstmal... Das in aller Ruhe. Ja, den Gegner. Oh, ich sehe es schon kommen. Wie wär's, wenn ich da mal eine kleine Überraschung raushaue? Ich glaube, dass die ultimative Ninja Konservator zu stark wäre. Das hat, glaube ich, gereicht. Nee, hat es leider nicht. Wie viele von diesen Tanks gibt es denn jetzt hier auch noch? Irgendwie war das jetzt komplett fail. Giftbombe! Oh, diese Gegner sind so extrem bulky. Okay, jetzt ist nur noch Hikage übrig. Ja, moin. Muss jetzt extrem schaden. Fuck. Ich wollte sie eigentlich in die Luft schleudern. Da hätte ich eventuell gute Chancen gehabt. Nein! Ich wurde verwirrt. Sie. Ja! Area Rave muss jetzt klappen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier...
noch die Ulti auspacken kann. Aber das ist doch ordentlich gesessen. Das sieht echt schmerzhaft aus, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geritzt bekommen. Okay, das heißt, wir können jetzt eigentlich mit der normalen Story auch weitermachen. Okay, deine Rache hast du jetzt hinter dir. Was? Oh ja, mein Hass gegen Ikari ist tiefer und tiefer gegangen. In diesem Kampf habe ich alles gegeben. Und Ikari musste jeden einzelnen Schlag einstecken. Sie hat es für mich eingesteckt. Ich konnte nicht ruhig über das bleiben. Ihr Ausdruck ändert sich nicht, aber sie antwortet mir. Ich bin sprachlos. Jetzt habe ich kein einziges bisschen an Hass gegen Kage in meinem Herzen. Mein Herz ist voller Wärme für sie noch. Oh. Endlich können wir eine neue Freundschaft zusammenbauen. Immer noch nicht vorbei. Ohne ein Wort zu reden, nimmt sie mich bei der Hand. Was meint sie damit? So, werden wir weiterhin kämpfen? Ich lasse Hikage mal in ihr Zimmer gleiten. Da hat sie ein Berg voller frittiertes Essen vorbereitet. Voller Freude. Ich kann meine Tränen kaum fühlen. Ich schnappte mir einen frittierten Snack und platzierte es in meinem Mund. Plötzlich ein mächtiger Schock sticht durch mein Gehirn. Snack ist voll Wasabi. Lecker, ne? Geil. Sie hatte keine bösen Absichten. Kein Grund, sauer zu werden. Stattdessen stehle ich mich und schluckte hart. Oh. Oh Gott. So, dann können wir uns gleich direkt auf die Hauptstory stürzen. Na komm. Okay. Die Main Story. Vielleicht kriegen wir nach der nächsten Mission Top Heavyweight Champion. Also so fett bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich bin ein bisschen chubby. Okay, ich bin nur chubby. Das ist noch lange nicht fett.
Das ist also die letzte Mission des fünften Tages. Die Lüge der Schwestern. Wir müssen Sayuri und Ryoki besiegen. Und Hanabi geht erstmal wieder in Action. Eisbällchen. Ich will auch. Langsam und still, ja. Okay. Wir sind Todfleisch. Er sagt es nicht so laut. Ups. Oh oh. Spuckt es schon raus. Oje, oje. Ich werde sterben, Wörtchen, you. Was, du willst dich hier hier und jetzt ausziehen, oder was? Und jetzt geht's auch wieder. Und was machst du hier überhaupt? Es wird Zeit, dass wir uns das rausprügeln oder was? Aber Sayuri will ich auch mal ganz gerne mal spielen. Nur um zu zeigen, aber wir müssen sie eh früher oder später spielen. Also von daher. Wir müssen Sayuri und Ryoki besiegen und wir fast der Controller jetzt runtergefallen. Da wird die Puppet Bombshell. Ja. Was? Man kann auch Raketen schießen? Warte, das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. LOL! Das ist geil. Wirbelattacke! Bow! Ich mag den Roboter. Piu, piu, piu! Wir müssen Kafuru helfen. Ah! Da haben wir es mir echt zu langsam, ne? Jetzt haben wir es mit einem schlimmeren Kaliber zu tun.
Ich glaube, da wäre eine Verwandlung nicht schlecht. Fuck. Weg da, schnell! Warte. Fuck! Ich glaube, Kafuru ist gerade gestorben. Ist das dein fucking Ernst, Kafuru? Warte, ich glaube, die kann ich eh wieder beleben, oder? So, wie kann ich sie helfen? Wie kann ich hier helfen? Du nicht. Jetzt sicher so. Irgendwie muss das doch irgendwie gehen, dass man sie reviven kann. Boah, die portet sie Eis. Die portet sich Eiskamelten, ne? Eieiei. Warte. Nee. Ich weiß immer noch nicht, wie ich ich Kafuru da helfen kann. Das wird sicher irgendwie funktionieren. Oh. Ich brauche den Roboter. Jetzt verwandelt sich Ryoki auch noch. Shit. Schnell direkt angreifen hier. Fuck. Voll daneben. Ah, Sayuri ist halt echt nervig. Oh, ich muss weg. Nein! Okay, das ist eher eine Technik, die in der Nähe aus... Fuck. Ich brauche echt dringend ein Level-Up oder so. Okay, gut, dass ich Ryoki gerade kaputt haue. Was? Fuck! Muss irgendwie was anderes versuchen. Okay. Ryoki hätten wir. Jetzt muss ich irgendwie nur noch Sayuri besiegen. Ah, diese Technik könnte mir eventuell helfen. Fuck! Jetzt habe ich sie. Ah,
fuck, da verschwindet sie schon wieder. Leck mich am Arsch. Okay, die ist echt nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie ich hier helfen kann. Was wir. Boah, der soll aufhören, sich so ständig zu porten. Jetzt habe ich sie. Fuck. Da hat sie mich wieder eiskalt erwischt. Okay, ich muss. Mit der Ulti da ein bisschen angreifen. Aber es sieht viel besser aus jetzt aktuell. Fuck! Voll daneben. Okay. Jetzt greift sie auch mal an. Aber ich habe sie jetzt verwirrt. Friss das hier! Boah! Alter! Boah, der Alter hat's echt drauf, ey! Ja, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben, ich hatte echt Angst, dass ich da verliere. Puh. Ja, ich bin auch genauso erledigt wie du. Nope. die sind immer noch tipptopp fit. Solange keiner von euch lügt, okay. Aha. So, die sind eifersüchtig. Warum? Das ist, deswegen habt ihr diese Reisbällchen. R&R, relax und rest wahrscheinlich. Ich glaube, das war jetzt eine Rettung pur, oder? Yeah. Oh, speichern wir halt. Jupp, ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Lass einen Daumen noch nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Glocke auch aktivieren. Aber wir gucken mal, ob wir in der nächsten Mission eventuell was kaputt machen müssen. Nee.
Okay. Ich verabschiede mich. Bis dann und ciao, meine lieben Freunde.